Bis zu rund 90 Millionen Liter Wasser verbrauchen die Mainzerinnen und Mainzer pro Tag. Doch welchen Weg bringt es hinter sich, bevor es bei uns aus dem Hahn kommt? Wir von der Mainzer Stadtwerke stellen in drei unserer Wasserwerke das Trinkwasser her. Unser Kollege Klaus Stephan erklärt uns wie. Hallo, mein Name ist Klaus Stephan. Ich bin beschäftigt bei den Mainzer Stadtwerken und betreue bei uns den Besucherdienst. Und heute zeige ich euch das Wasserwerk in Aisch, wo die Mainzer ihr Wasser herbekommen. Das Wasserwerk wird von 9 Brunnen versorgt, die sich auf dem Gelände befinden. Die erste Stufe der Wasseraufbereitung findet in sogenannten Reaktoren statt. Hier wird als erstes Kalk aus dem Wasser geholt. Der übrig gebliebene Kalk wird im Anschluss wieder verwertet. Im nächsten Schritt durchläuft das Wasser die erste Filterstufe durch Kies und Sand. In der zweiten Stufe wird das Wasser durch Aktivkohle gefiltert. Jetzt hat das Wasser Trinkqualität und wird durch Pumpen nach Mainz befördert. Für die 33 Kilometer Wegstrecke bis in den Hochbehälter auf der Laubeneimer Höhe braucht es ca. 24 Stunden. Von da aus geht das Wasser in das Trinkwassernetz und kann als Mainzer Kranewasser getrunken werden.